willkommen bei Mann und Mann. Ich möchte euch heute einmal zeigen, wie man mit Renault Twingo Night and Day die Uhrzeit richtig einstellen kann. Am 31. Oktober, also am kommenden Sonntag, wird die Uhr wieder eine Stunde zurückgestellt, und zwar in der Nacht von 3 auf 2 Uhr. Wer eine Funkuhr hat, ist natürlich davon nicht betroffen und braucht sich darüber keine Gedanken machen. Wer das aber noch manuell machen muss, kann das dann am frühen Abend oder späten Abend, kurz vorm Schlafengehen ja machen, oder am Sonntagmorgen reicht das ja auch noch vollkommen aus. Wie das jetzt hier am Renault Twingo eingestellt wird, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Hier seht ihr das Cockpit. 13:19 Uhr, die Uhrzeit steht dort. Rechts in der Ecke unten ist so ein Knopf, den ihr festhalten müsst, bis die 13 blinkt. Und wenn ihr jetzt weiterstellen wollt, wieder drauf drücken, da es nur vorwärts läuft, die Uhr, wollen wir sie jetzt auf 12:19 Uhr, müssen da einmal um den ganzen Brei leider rum, weil es nicht rückwärts geht, zu stellen. So, jetzt haben wir es 12:19 Uhr, wir lassen los. Automatisch leuchtet noch mal kurz die Minutenanzeige auf, brauchen wir nicht. Und schon ist es automatisch eingestellt. Ich denke mal, es ist nicht so schwierig. Ganz einfache Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mir bitte mit einem Like da und abonniert gerne auch meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Herbst.